Der... Oh, ich sollte Lem hier oben treffen. Hoffentlich geht's ihm gut. Wenn... Ja, ganz normaler Alltag im Zaun. Lem? Hier oben ist es gefährlich. Hey, ich... Ich verfolge meine Schritte zurück. Ist das ein Weg daran vorbei? Oh, weißt du... Ich werde dich platt machen. Endlich. Viel los am anschwellenden Heulen. In Entresol gibt's immer was Neues.
Schalter sein. Das wird gefallen. Ich kriege dich. Hoffentlich ist der Hub nach dem Einsturz okay. Ab geht's! Mama und Papa geht es wahrscheinlich gut, aber in Zaun ist alles möglich. Es könnte nicht schaden, nach ihnen zu sehen. Du hast keine Chance! Er ist es! Das! Ich dachte, heute bliebe es trocken. Hey, was? Ich ernst? Ganz ruhig, bitte. Gehörst du zu diesen Pilti-Wachen? Nein. Ich bin keine Pilziwache. Dann nenn mich hier eine Kämpfe. Komm schon, willst du denn nicht dazu stehen? Gehörst du zu diesen Pilziwachen? Weil ich bin was? Kennst du Lachen? Also hi, gut, wer übt? Und ich mach das. Kann ich an Wänden laufen? Gut, dass ich diese Schuhe habe. Ha!
Du hast echt weg. Cool. Hey, danke. Oh, Tag. Was? Yes. Zug. Hoffe, niemand hier wurde vom Turm verletzt. Alle den Fabrikwald verlassen. Von Arbeitsschutz ist hier nicht viel zu sehen. Ziemlich eng hier. Des Turms? Hallo, Pfeffu? Gut. Also. Und ich. Ist mir neu, dass Wattleck jetzt so aussieht. Hier ist echt einiges passiert. Diese... Kaum zu glauben, dass das hier mal ein Kraftwerk war. Komm und tausch, wie es... Wo sind diese Kristalle? Wie die hier wohl früher Chemtech gemacht haben.
Für eine gruselige Aufbewahrungs... Ich frage mich, wie viel von dem, was ich tue, Zukunftsecho schon erlebt hat und was davon neu ist. Wenn ich was in meiner Gegenwart unternehme, verändert das dann ihn oder mich in der Zukunft? Zeit ist schon was Komisches. Was denn? Ich blase dir das aus. Schnüffelwurf. Ich habe keine Zeit für Spiele. Geh mir aus dem Weg. Moment, sag hier. Weißt du, hier klar und okay. Ich ein, du bist ist ich helfe. Gut. Hey, ganz. Sag ja. Und ihn so, ich hab die da und gern. Ist denn es gern. Suchen wir mal Syntixi. Und hier läuft es mir kalt den Rücken runter. Das ist Echo! Was machst du denn hier unten? Die Poindestres haben ihre Schergen auch in die Grube geschickt, um Syntixi zu suchen. Ich sehe ihn! Wie schön! Ein Raum voller Pilze.
könnte doch hier unten sein. Wie heftig. Nicht zu viel anfassen. Die sehen matschig aus. Ich weiß, ich soll keine Pilze anfassen, die in der Kanalisation wachsen, aber die sind hübsch. Jetzt wird es gruselig. Das war sicher nicht das ganze Syntixi. Let's go.
Sensation ist ja so reizend. Du, Garvin. Noch einer. Sind wir fertig? Ja, ich glaube schon. Östlich dieser Tunnel ist eine Brücke. An der treffen wir uns. Abgemacht. In die Grube komme ich ganz bestimmt nicht so schnell wieder. Voll unheimlich hier. Hey, hast du hier komische Wege? Ja. Du sind. Wow, ich. Wir. Echo. Ist und was? Hör. Kein Eck, wieder. Das ich. Komm. Zum Mitten dort und sie. Hey, das was ich. Das Zaungrau ist also dichter denn je. Und wir haben eine nächtliche Ausgangssperre? Ich hoffe. Eck, Nein. Das ist nicht klar. Die. Tja, ganz echt, okay. Diese. Das. Jung, darf ab, ich. Und warte, oh, das ich. Mama. Blumen. Mama liebt Blumen. Welche ihr wohl am besten gefallen? Nelch. Der Strauß ist schön. Mal sehen, ob Mama mein Friedensangebot annimmt.
Geh rein, Kleiner. Hier draußen ist es nicht sicher. Hi, Ock. Hi, ich hab... Ich und... Ich. Mama, was und das, wie du... Ich, oh. Kann, du und... Komm, so, Eck, du... Na, viel Dank. Achso, ich... Ich das Heck, schau, viel über und das klar. Okay, wir viel. Ach. Was ist das? Lesen Sie an. Ja. Ob mir irgendwas Ungewöhnliches auffällt. Danke. Okay. Tschüss. Also hast du Eklig sie. Es wäre ganz gut. Komm, ich lass sehen. Verasa gehört zu den reichsten Kembaronen in Zaun. Und Sarkon auch. Es ergibt Sinn, dass sie zusammenarbeiten. Aber wieso möchte sie jetzt nicht... Oh, ich muss mich vorsehen. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, ihr Kleinen.
Entschuldigung, ihr Kleinen. Echt stark. Pflanzen wachsen in Zaun nur schwer. Na, hier ist ja was los. Schön, dass hier so viele Pflanzen sind. Von den Piltis kann ich das nicht behaupten. Wir scheinen. Hey, aber sie. Aber. Erst suche ich Red und dann geht's hoch zur Atemsphäre. Wer den Geheimdienst wohl leitet? Ich kriege dich! Hey, erzähl mir mehr darüber, wie es in der Zukunft so ist. Was erfinde ich so? Was machen all meine Freunde? Echo, du weißt, dass ich das nicht sagen darf. Ich muss aufpassen, dass ich nichts durcheinander bringe. Viel zu viel verrate. Ach komm, nur ein Hinweis. Kann Lem noch mehr Tieren helfen? Hab ich noch den hässlichen Pullover von Red? Ja, den Pullover habe ich noch. Okay. Und Lem hilft mehr Tieren. Aber auch sehr vielen Kindern. Genau wie Wungs. Ich hoffe, Red passt bei diesen Piltis auf. Hier muss ich auf Zack bleiben. Thank you.
Der Ort steht einem Spielplatz echt in nichts nach, was? Interessante Gartengestaltung. Vielleicht ist Red hier oben. Das? Warum geht es hier eigentlich nie ruhig und normal zu? Ah. Tja, es kann eigentlich nur besser werden. Ah, was? Na, Geh doch einfach auf! Ich könnte mich auch noch über ein paar Dinge schlau machen, während Zukunftsecho den Kettenkabler sucht. Und vielleicht können mir meine Freunde mehr über Camille sagen. Ich traue ihr irgendwie nicht. Hey, lass dich bloß nicht... Ich habe den Kettenkrabbler gefunden und er ist unterwegs. Thank you.
Ja. Wir können. Bin auf dem Kettenkabler. Jetzt muss ich das Syntixi suchen. Ich schaff das schon. Fahrschein griffbereit! Der Zug wirkt einfach schon böse. Zerlegen! Echt viel Syntixi hier. Keine Lust mehr haben. Oder bis du tot bist. Was auch immer zuerst eintritt. Am Ende von diesem Ding. Ich auch. Wir treffen uns. Ich auch. Wir treffen uns dort. Wir treffen uns dort. Dann können alles wir alles wieder auf Spur bringen. Spur bringen. Tut
Gute. Du hast vorhin. Okay, wir ist ja, du. Na, so. Na, allein bin ich besser dran. Moment. Das ist... Wie soll ich meinen Freunden erklären, dass mein zukünftiges Ich eine Syntixi-Bombe in der Stadt zünden will? Ich darf... tut es geht. Ich... Ihre... Ist ich kann. Nicht mich bekämpfen! Wie geht das überhaupt?
Geht echt tief runter. Das Theater ist groß.
ist bestimmt Jinx Traum. Hätte das ab, als ja, ich... Klar, zu gut. Was ist eigentlich nur, um, glaube ich, er zu erinnern? Ja. Echo, ich habe etwas gefunden. Holen wir uns auf der Kirmes ein paar Antworten von Zukunfts-Echo. Thank you.
ziemlich verkrustet, die Achterbahn. Zukunfts-Echo? Hallo? Hörst du mich? Echo? Wo bist du? Ich werde dich finden. Ich zieh das alleine durch, Junge. Das ist besser für alle Beteiligten. Nicht für die Opfer der Bombe. Im Ernst? Zukunfts-Echo, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Zaun zu beschützen. Du solltest also besser mit mir zusammenarbeiten. Das könnte ich dir genauso zurückgeben. Du bist derjenige, der hier Unschuldige sterben lässt. Ich habe schon sehr viele Unschuldige sterben sehen, Echo. Ein paar Straßenzüge in der Promenade und eine beschädigte Fassade der Ferros-Villa sind nichts dagegen. Ich fasse es nicht, dass ich später mal etwas so rechtfertigen werde. Glaub mir. Er hat sich so in diesen zukünftigen Krieg hineingesteigert. Dass ich mich mal vor Provos fürchte. Gibt es hier Stacheln? Noch mehr Stacheln? Ich will Hilfe. Thank you.
Das nicht. Wäre schön gewesen, mit meinen Freunden mal herzukommen und die Fahrgeschäfte zu besuchen. Damals, als es kein Syntix mehr gab. Hey, warum hält es an? Das muss man doch wieder zum Laufen kriegen. Ich muss... Sag ich ohne Mord. Das will ich machen jetzt. Ein Perfektionist in Krisenzeiten. So hat Kimmel mich genannt. Und das bin ich geworden. Vielleicht ist er wegen des Kriegs so geworden. Aber vielleicht lag es auch am Z-Antrieb. Ich erfinde Dinge, weil ich es kann und neugierig bin. Aber ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wie sie mich verändern können. Ich muss nicht so sein wie er. Und das werde ich auch nicht. Ich muss diese Bombe verhindern. Das darf er Zaun nicht antun. Er darf der Stadt so nicht schaden. Er begreift nicht, was er da tut. Sie kann ja. Ich. Ich glaube, es ist dies, du. Zuhören!
muss das machen. Du. Verdammt, wie...